Jetzt kommt gleich der zweite Mann für heute auf die Bühne. Das war der Papa von der Lia. Oh ja. Und der Mann von der Marina. Ja, mein lieber Schatz. Ich glaube, der krasseste Spiegel, den ich überhaupt habe. Also ich glaube, von Höhen und Tiefen ist um Johannes wirklich alles möglich. Und ich freue mich jetzt heute, ja, einfach auch wieder seine, wo er es sehr gut ist, ist wirklich das auch zu benennen. Also ich finde, das ist immer so schön bei Männern zu sehen, wie sie wirklich benennen können, was einfach gerade das Thema ist. Und dann geht es so auf und manchmal denke ich wieder, bitte so, nein, sag bitte nichts, sag bitte, ich weiß schon, ja, du hast recht, aber nein, ich bin jetzt einfach noch nicht. Und trotzdem bleibt er da und ja, mach den Punkt nochmal rein und man weiß dann, okay, ja, dann löst sich was. Und dafür bin ich sehr dankbar, dass ich dich an meiner Seite habe und dass du jetzt heute einfach nochmal so ein, ja, Zusammenspiel aus dem ganzen Tag machst und einfach nochmal wirkst. Lieber Johannes und Nana. Tschüss, tschüss. Danke, Schatz. Danke. Vielen Dank, vielen Dank. Hallo, schön, dass ihr da seid. Danke, Schatz, für die Anmoderation. Gerne. Hat mich sehr berührt jetzt. Ja, die Stimmung ist ja phänomenal gerade. Ist das jetzt vom Essen oder weil der Tag einfach generell so geil ist? Wir wollen ja alle weiterkommen. Ihr seid ja alle hier. Ihr habt ja die Entscheidung getroffen, hier auch einen Weg auf euch zu nehmen, hier auch Geld in euch zu investieren, hier euch die Zeit dafür zu nehmen, weil ihr an einem Punkt steht und an einen anderen Punkt weiterkommen möchtet. Und das möchte ich heute auch gerne aufgreifen, denn natürlich ist es wichtig, sich auch immer mit sich selber zu verbinden. Na, mein Schatz? Nein, jetzt komm mit jetzt. Super. Ich komm mit. Komm schon, jetzt geht's mit der Mama mit. Oh, die geborene Showqueen. Genau, und das ist eben genau das, was natürlich wichtig ist und was schön ist, ist diese Show und der Spaß und die Freude, will ich gar nichts sagen, das ist wirklich wichtig. Aber Fakt ist, jeder von euch möchte weiterkommen. Und dafür braucht es auch einfach die Umsetzung von den Impulsen, die ihr heute mitgenommen habt und dem, was ihr euch einfach in den Kopf und ins Herz gesetzt habt, was ihr hier erreichen möchtet, was ihr hier bewirken möchtet in eurer Lebenszeit. Weil das ist im Endeffekt das, worum es geht. Ja, dass wir die Zeit, die wir hier haben, einfach nutzen für die Dinge, die uns am Herzen liegen. Und Bad Cop sage ich jetzt nicht in dem Sinne, dass ich hier irgendwie einen tadel oder sonst was, sondern einfach, dass ich mit euch in diese Umsetzung gehen möchte. Ja, also dass ihr jetzt auch gleich die Möglichkeit habt, hier eure Fragen zu stellen oder auch einfach über eure aktuelle Situation zu sprechen, wo ihr gerade steht, wo ihr auch hin möchtet, dass wir hier in einen Austausch gehen können, auch eine Interaktion, dass es eben nicht nur ein reines Fragen beantworten wird, sondern dass hier jeder heute, das wünsche ich mir für jeden von euch, dass jeder hier rausgeht mit einer Strategie oder zumindest einem Plan, wie es weitergeht. Ja, dass diese neue Kraft, diese neue Energie, die denke ich jeder heute, ich habe euch schreien hören, ich habe euch singen hören, ich habe euch weinen sehen und hören, dass jeder hier auch was mitnimmt, ja, was ihn konkret weiterbringt. Und dafür eröffne ich gerne den Raum, dass ihr sprecht. Also, dass ihr mit mir und mit den anderen teilt, was im Moment in eurem Leben vor sich geht und wo ihr aktuell steht. Und auch, wo ihr hin möchtet und was euch vielleicht gerade konkret daran hindert. Wir haben hier zwei Mikrofone liegen und die würde ich jetzt einfach mal gerne vergeben an jemand Mutiges, der vielleicht jetzt gerade in diesem Moment das Gefühl hat, jetzt mal etwas teilen zu wollen. Man kann da nichts falsch machen. Es geht jetzt einfach nur darum, mal dieses Gespräch zu eröffnen. Wer hat denn Lust? Ja.
Genau, ja. Ein Applaus. Sehr mutig. Wie heißt du? Hi, ich bin Lies. Ist jetzt mir so warm wie bei Daniela. Lies ist der Name? Denise. Denise, okay. Hi, Denise. Hi. Bei mir ist es gerade so, also ich bin in, wie soll ich sagen, mein Hauptberuf, sage ich mal, 30 Stunden und mache einen Tag die Woche meine Selbstständigkeit. Und das ist so Verbindung Persönlichkeitsentwicklung. Ich mache Coaching, Pflegebegleitung. Und merke, dass ich die Herausforderung habe, viele sagen immer, diese Weiblichkeit nicht da sein lassen, dieses Empfangen. Aber bei mir ist es eigentlich genau andersrum. Ich kann diese Struktur nicht haben, einen Plan, mich dran halten. Und deswegen fand ich es jetzt spannend, wenn du es mal verstehst. Ja, klar. Das ist gerade die Herausforderung. Und da. Okay, du kannst es nicht haben in dem Sinne, dass du eine Ablehnung dazu hast, oder du kannst es nicht haben, dass du es nicht gebacken bekommst. Okay. Und was ist das für eine Begleitung? Was hast du gesagt? Pilgerbegleitung. Okay. Wow. Wie kann ich mir das konkret vorstellen? Wie sieht dann da dein Coaching-Alltag aus? Also ich starte jetzt gerade so richtig erst, und das ist so eine Mischung aus, die Menschen einem eins zu eins zu begleiten, also hauptsächlich mal auf den Weg zu trauen davor, weil eigentlich davor schon ja, Ängste hochkommen, der Weg da schon beginnt, dann beim Pilgern, weil da natürlich auch viele Themen aufkommen und danach einfach beim Integrieren des neuen Ichs, der Learnings. Und Pilgerbegleitung ist in dem Fall für die Menschen, die sich noch gar nicht allein lostrauen, dass man eine kleine Tour mit denen einfach erstmal zusammengeht, aus so einem Gruppenraum. Also du gehst wirklich mit denen den Weg? Ja, also ja. Nicht unbedingt in Spanien dann gleich, aber mal ein paar Tage in Deutschland. Okay, kann aber auch sein, dass es auch dann wirklich ein Wanderweg ist. Kann auch sein. Ja, spannend. Wow, beeindruckend. Gibt es sonst noch jemanden da, der 1:1 Begleitungen oder Coachings oder sowas macht? Gibt's noch? Okay, auch ein paar. Geht ihr damit, mit dem, was Denise gesagt hat, auch in Resonanz? Ja, ich sehe nickende Köpfe. Ja, ein bisschen. Ja, okay. Und wenn du sagst, du kriegst das nicht gebacken mit der Struktur, kannst du da noch ein bisschen drauf eingehen? Kannst sitzen bleiben. Kannst du uns das noch ein bisschen näher beschreiben? Was genau macht dir da Schwierigkeiten? Mir macht Schwierigkeiten, den Plan aufstellen, das geht schon ganz gut mittlerweile, aber sich dort zu halten. Weil, also ich habe es natürlich im Coaching-Bereich, was man ja, sollte man dann auch selber mal hinschauen. Ich weiß auch, dass es im Zusammenhang steht mit so ein bisschen auch aus der Kindheit, also aus der Vaterrolle, die das immer vorgelebt hat, dass die Mutter dann quasi ihre Pläne nicht so machen durfte, wie sie wollte. Und da merke ich halt, dass es so ein Gefühl von Unfreiheit mir gibt, wenn ich mich an diesen Plan halten muss oder nicht. Wow. Okay, erstmal für die Ehrlichkeit hier in großer Runde, finde ich jetzt richtig toll, weil so kommst du auch weiter, ja, indem du eben wirklich auch hinschaust an die Stellen, die unangenehm sind. Finde ich jetzt wirklich stark, dass du das hier so in der Runde auch teilst. Ja, das sind viele Themen, die da einwirken. Du hast deinen Vater angesprochen, dieses Generationsthema, als Frau sozusagen auch erfolgreich zu sein, sicher auch ein großes Thema. Das, denke ich, bist du hier nicht die Einzige. Warum machst du das? Warum begleitest du die Menschen? Das ist eigentlich so, wie Daniela vorhin gesagt hat, dass ich halt versuche, ein Licht zu sein, in den Zeiten, wo sie es halt selber für sich noch nicht entdecken können. Ja. Und die halt ein Stück mitnehmen. Ich fand jetzt diesen Satz, I walk you home. Also ich bin ein Stück dein Begleiter, damit du nach Hause kommst. Ja. Genau. Und dieses Home, was ist das für dich? Das ist für mich innerer Frieden. Genau. Genau. Spürst du den? Ja, aber nicht immer.
Genau, nicht immer. Musst du den immer spüren? Nee, sonst bist du hier, wie er sich anfühlt. Okay, ja, das ist jetzt das. Jetzt sind wir im Kopf. Okay? Jetzt sind wir da. Das ist jetzt der Schlüssel, okay? Du bist nicht immer im Frieden. Aber nicht, weil du irgendwas falsch machst, sondern weil du ein Mensch bist. So, niemand hier. Gibt es hier irgendjemanden, der immer im reinsten Frieden ist? So hoch erleuchtet? Also ich nicht. Und vielleicht hast du da einfach auch einen sehr hohen Anspruch an dich selbst. Mein Gefühl sagt mir, und das ist häufig gar nicht so falsch, dass du sehr, sehr, sehr gut darin bist, in dem, was du tust. Oder? Also, das ist jetzt mein Gefühl. Ist nur ein Gefühl. Ich habe das Gefühl, du machst das richtig gut. Ohne jetzt zu wissen, was du eigentlich genau tust. Es ist nur ein Gefühl. Es ist nur ein Gefühl. Mag dazu gerade jemand was sagen? Wir haben noch ein zweites Mikro. Gibt es gerade jemanden, der was teilen mag aus seiner eigenen Erfahrung? Speziell jetzt zu dem Thema. Danke. Also ich könnte mir eigentlich vorstellen, dass das genau das ist, was ihr Weg ist, dass sie mal nicht nur in der Linie bleibt, sondern dass sie eben gerade da gut genau. ist, weil, das ihr, weil sie der Typ ist und weil da ihr Herz besser vielleicht reinkommt, genau. wenn sie einfach mal, sie hat sich zwar die Linie aufgesetzt, das gemacht, aber es gibt ja wieder, wie man schon heute öfters gehört, mehrere Wege und das mittendrin ja, nee, jetzt mache doch wie ein bisschen anders. Genau. Und das ist das, wo dann aber das Leben drin ist, in ihrer Tätigkeit. Ja. In ihrem, also, wie gesagt, ja. Sie hat ihre Rahmenbedingungen, die braucht man, du brauchst eine Struktur, um was vorzubereiten, aber dann kann man, wenn man vom Weg ein bisschen abgeht, ja. und der Weg muss ja nicht schlecht sein. Genau. Und sich dann nicht ärgern, sondern froh sein, dass man, oh, hab wieder eine neue Idee. Genau. Genau. Der Wanderweg. Beim Pilgern ist ja auch für den Guide ein schwieriger Weg. Der muss den ja auch gehen. Nur weil er der Guide, der Führer ist, heißt es ja nicht, dass er den Weg nicht gehen muss. Manchmal denken wir, wenn wir dann Coach sind oder Berater, das ist halt, was dann die Welt so einem auferlegt oder es versucht, dass wir dann auch Plan haben müssen. Aber ich habe keinen Plan. Ich weiß, ich bin hier an einem Tag mal geboren und ich werde an einem Tag wieder sterben. Und dazwischen versuche ich, diese Lebenszeit möglichst gewinnbringend für alle Beteiligten zu verwenden. Aber das große Ganze, also habe ich doch keinen Plan davon. Und ich habe auch lange als Berater ein Problem damit gehabt, dass ich das Leben als solches, als Ganzes nicht verstehe. So, und heute bin ich Berater und habe meine Firmen und es klappt so, auch wenn ich nicht das alles verstehe, auch wenn ich nicht das ganze Leben verstehe und durchschaue oder sonst was. Und diesen Anspruch an mich selber herabzusetzen, das war eine der besten Entscheidungen meines Lebens. Und dann ist nämlich dieser innere Frieden, auch wenn wir es uns im Kopf nicht erklären können, der ist einfach. Hast du noch eine Frage, Denise, dazu? Also ich gehe auf jeden Fall damit einher mit diesem also ich nehme es nicht als Umweg, weil auch das gerade das ist, was ich immer den anderen Menschen mitgebe. Umwege sind halt auch wichtig, weil sie führen zum Ziel, aber vielleicht soll man einfach auch im Weg noch ein bisschen was mitnehmen. Mhm. Das muss
ja. Selber halt loslassen. Ja. Ich mag dazu mal eine Geschichte erzählen. Es gab mal einen großen weißen Mann und der ist in einen neuen Ort gezogen, in so einem Urwaldgebiet, wo er sich nicht auskannte, und er hat da ein Haus gekauft. So, und jetzt stand der erste Winter bevor und er hat sich jetzt gefragt, wie kalt wird wohl der Winter? Weil er wollte wissen, wie viel Holz muss er ranschaffen. Und dann ist er auf den Berg gegangen. Im Dorf haben die ihm nämlich erzählt, dass es im Berg einen sehr weisen Indianer gibt. Und dann ist er da hochgewandert und hat dann diesen Indianer getroffen. Und dann hat er den Indianer gefragt, hey Indianer, kannst du mir sagen, wie kalt der Winter wird? Und dann hat der Indianer so gemacht, oh ja, könnte schon ein bisschen kalt werden. Okay, geht der Mann wieder zurück ins Dorf. Ein bisschen Holz hat er zu der Zeit schon gekauft. Kauft halt noch mal ein bisschen mehr, ja, noch mal ungefähr die doppelte Menge. Dann zwei Tage später kommt wieder das Gefühl, oh, habe ich jetzt genug Holz angesammelt? Geht wieder zum Indianer. Indianer, wie kalt wird der Winter denn wirklich? Indianer macht wieder so, ja, könnte schon sehr kalt werden. Okay, geht wieder runter, nochmal doppelte Menge. Er hat jetzt richtig viel Holz schon da. So zwei, drei Tage kann er wieder ruhig schlafen, kommt wieder so, aber was ist, wenn der Winter noch kälter wird? Geht wieder zum Indianer. Wieder dasselbe. Wie kalt wird der Winter? Sag es mir. Der Indianer schaut wieder, oh ja, oh ja, oh, 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 der Winter, der wird richtig kalt. So geht er runter, nochmal doppelte Menge. Könnt ihr euch vorstellen, drei Tage später, er geht wieder zum Indianer. Fragt den Indianer, wie kalt wird der? Oh, richtig, richtig kalt. Dann fragt er den Indianer, woher weißt du das? Großer, weißer Mann im Dorf lagert viel, viel Holz. Noch jemand eine Frage? Oder ein Thema. Wo steht ihr gerade? Kann sich jeder mal selber fragen, an welchem Punkt stehe ich gerade? Wo möchte ich hin? Mag jemand noch was teilen? Ja, die Mikrofone, ja. Ein Applaus bitte. Danke. Hi Joy. Schöner Name. Danke. Ich stehe ganz aktuell nochmal vor diesem Thema, was mich schon seit Jahren begleitet. Ich würde sagen, seit ich 18 bin, mache ich intensiv, beschäftige ich mich mit meiner Persönlichkeit und meiner Entwicklung. Und es ist immer dieses Thema, was könnten die anderen über mich denken? Mhm. Ich habe so viel Theorie dazu angehäuft. Mein Verstand kennt all dieses Wissen darum und was man dann wissen kann und wie man es nur lösen kann. Und ich komme immer wieder dahin, dass ich mich kaum davon losmachen kann. Dass dieser Gedanke immer wieder aufploppt. Wenn ich denke, ja, jetzt habe ich die Angst mal überwunden, habe mich gezeigt oder habe im Instagram in die Story gesprochen oder was auch immer, dann kommt irgendwer aus dem Umfeld, der irgendwas sagt und ich bin wieder da. Ja, ja. Wie machst du das dann bei den Stories zum Beispiel? Löschst du das dann oder lässt du es stehen mit diesem unguten Gefühl oder wie handelst du das? Ich lasse es stehen, aber kurz nachdem ich die Dinge hochgeladen habe, gehe ich nicht in Instagram rein. Mhm. Aus Sorge, okay, dass komische Nachrichten, okay, darauf kommen, die mich sofort halt zurück in dieses, ja, Gefühl katapultieren. Ja. Geht damit jemand in Resonanz? Ja, kennt es jemand? Fast jeder hier im Raum, ja. Also, danke erstmal für die Ehrlichkeit. Gedanken. Was könnten andere von uns denken, ja? Ja. Was könnten Sie denn denken? Was wäre das Schlimmste, was jemand denken könnte? Ja, ablehnen. Okay. Und was wäre das Schönste?
Ja. Wer im Raum hat gerade einen Gedanken zu Joy? Was denkt ihr über Joy? Mag jemand was teilen? Was denkst du über Joy? Hi, also ich kenne mich selber, ich bin seit 12 Jahren freiberuflich selbstständig und die Frage, die ich mir dann stelle, ist dieser Mensch meine Zielgruppe? Und wenn du einfach weißt, den willst du gar nicht berühren, dann ist es voll okay, dass er eine Meinung hat. Ja. Also ich bettel da meinen Mann oft, der sagt, na das war heute aber nicht so sein, du bist auch nicht meine Zielgruppe. Super. Super. Ja, ich glaube, das ist das Allerwichtigste zu wissen, wen willst du berühren und wen willst du mitnehmen. Und ja. Ist alles andere egal. Und so ein Feedback ist wichtig. Also ich mag das auch, wenn man Dinge kommentiert. Aber ich weiß natürlich auch. Super. Ich glaube, da hat jetzt jeder heute schon was mitgenommen von dir. Was denkst du über Joy? Was denkst du über sie als Menschen? Sie hat einen wunderschönen Namen. Ja gut, und über sie? Was denkst du über sie als Person? Also ich sehe nicht, warum du Selbstzweifel haben müsstest. Und ich glaube, geh einfach raus mit dem, was du aus dem Herzen tust und dann ist es definitiv richtig. Ich sehe nicht, dass du... Genau das sehe ich nämlich auch. Das ist genau das, was ich auch sehe. Und ich bin mir auch sicher, du willst nichts Böses damit. Deshalb ist es voll gut. Geh raus und geh einfach. Voll gut. Danke. Danke. Ja. Hilft das? Ja. 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 Ja, ich könnte die Mikros gleich weitergeben, wenn jemand noch was teilen mag oder was ansprechen mag. Genau, gleich die nächste. Stimmt, ja. Dann sind sie nicht am richtigen Ort. Ja. Stimmt. Stimmt, das ist ja gerade bei Instagram. Entweder man ist Follower oder halt nicht. So, warum sollte man dein Profil anschauen, wenn man dich nicht mag? Das macht keinen Sinn. Ja, ich glaube, bei mir ist es vor allen Dingen die Sorge vor den Leuten aus meinem direkten Umfeld. Sind manchmal noch ein bisschen schwierig und gerade auch so aus dem Kreis von meinem Partner, die sind alle irgendwie wo ganz anders und trotzdem möchte ich ja einfach mit denen privat, die müssen ja überhaupt nicht auf meinen Drive laufen, also gar nicht, aber natürlich möchte ich, dass die mich als Person mögen und dass die auch nicht denken, was hat er eigentlich. Ja, klar, ja. Und so. Und bei so Leuten, mit denen ich sonst nichts zu tun habe, fällt mir das leichter, weil ich mir denke, ja, dann geh so, ist gar kein Problem, ja. Aber bei denen, wo ich halt schon irgendwie eine Verbindung habe und die wird bleiben, weil die sind irgendwie da, wo ich bin. Denke ich natürlich nicht, dass sie denken. Genau, die sind da, wo du bist, ja, aber die sind nicht da, wo du hin willst. Ja. Und das ist nämlich das, warum ich sage Bad Cop. Bisher war ich noch relativ nett. Wenn wir von da, wo wir sind, da hinkommen wollen, wo wir hinwollen, dann wird es zwangsläufig sein, dass wir hier einen Raum verlassen müssen, um in den neuen reinzukommen. Und es wird definitiv Menschen geben im alten Raum, die du hier kennengelernt hast, vielleicht auch lieben gelernt hast, die wollen nicht hierhin. Die wollen vielleicht hierhin oder die wollen vielleicht hierhin oder hierhin. Nicht jeder, der jetzt mit dir hier ist, möchte auch hierhin. Ja? Also, bist du gleich da? Ja, ich habe das Problem auch oft. Ich denke manchmal, wenn man die anderen ja nicht vor den Kopf stoßen. Ja. Das ist genau das Thema, ja? Hast du jetzt? Genau, ich habe dann einfach immer, wie wenn du gesagt, erlaube die unbequem zu sein. Erlaube es dir, die anderen halt vielleicht vor den Kopf zu stoßen, weil es dein Weg ist. Ja. Und das, genau. Und das geht auch gar nicht so sehr ums Kopfstoßen. So, wenn ich jetzt meinen Weg gehe und da haben Leute ein Problem damit, dann ist es ja nicht meine Absicht, die vor den Kopf zu stoßen, sondern ich gehe einfach nur meinen Weg. Ob, was die jetzt davon halten, ob die das gut finden oder schlecht, hat mit mir nichts zu tun.
sind nur die, nur deren eigenes Problem. Ja, darf ich es mal nehmen? Danke. Ja. Also, hi, ich bin Jenny. Hi, Jenny. Und ich möchte dir dazu sagen, dass jeder, der sich auf seinen Weg macht, auch damit konfrontiert wird, weil wir sind aufgewachsen und die, die mit uns bisher gegangen sind, da haben wir eine gewisse Rolle gespielt und auch die haben sich an uns gewöhnt. Und wenn wir uns verändern, müssen wir auch ihnen zugestehen, dass sie mal mitgehen dürfen, unsere Veränderung auch erstmal anzunehmen. Und wenn du Angst davor hast, völlig verständlich, mein Herz braucht keine Ahnung, dass ich dir das sage. Es ist einfach so, ihnen die Zeit und den Raum und die Chance zu geben, dann das neue Ich auch kennenzulernen. Und wenn jemand da ist, der damit überhaupt nicht klarkommt, ja, es tut weh, auch diese Menschen loszulassen und den eigenen Weg dann zu gehen. Und vielleicht treffen sich die Wege ja irgendwann nochmal wieder, weil es dann wieder besser passt. Sollte sich aber jemand wirklich konfrontieren damit, dann überlegt, was der Mensch zu dir sagt und übt zu Hause vorm Spiegel, was du für eine Antwort darauf geben möchtest. Also entweder stellst du die Frage, was stört dich denn gerade daran oder wo hast du Angst vor, weil ich mich verändert habe? Oder sag dir recht, ich bin stolz darauf, dass ich den Weg für mich eingeschlagen habe und ich würde mich freuen, wenn du mitgehst und wenn du es nicht machen kannst, dann ist das auch okay für mich. Egal, such dir eine Antwort. Such dir die Frage und indem du dich ganz sicher und stark und selbstbewusst fühlst, dass wenn du in die Situation kommst, dass du davor keine Angst haben brauchst, sondern du bist toll, so wie du bist. Cool. Danke, ja. Hi, ich bin Kim. Ich möchte noch was ergänzen, weil du vorher gesagt hast, wenn du was postest oder eine Story hochlädst, dann guckst du erstmal nicht, weil du die negativen Kommentare nicht sehen magst. Und ich kenne sowas auch und erwische mich, wie oft ich in diesem Sorgemodus bin, in dem, dass jetzt auf jeden Fall was Negatives kommt und, oder mit Schlimmsten rechne. Und für mich war es gut, mich darin auch mal zu beobachten und zu stoppen und zu sagen, es könnte auch was Gutes da stehen. Und dann bin ich in einer anderen Energie oder habe einen anderen Blick drauf. Und dann passiert das. Also, weißt du, auf dem, wo wir auch das anziehen, wo wir selber gerade sind. Wenn ich nicht in diesen Sorgegedanken bin, dann begegnet mir was anderes. Wenn ich mit etwas Gutem rechne, dann passiert auch was Gutes. Also vielleicht hilft dir auch das so, genau. Woanders hinzukommen. Genau. Sehr gut, danke. Ja, genau, das ist so, genau, sehr wichtig. Und gleichzeitig, um das auch abzuschließen, ich garantiere dir, es wird Menschen geben, die werden das blöd finden, was du machst. Punkt. Ist einfach so. Einfach annehmen, akzeptieren, fertig. So, jetzt habe ich gerade gesehen, ich habe ja auch ein Thema. Verbinde dich von innen mit deiner Lebensmission. Das ist eigentlich das, was wir hier machen. Wir verbinden uns hier. Und diese Verbindung ist auch das, was uns trägt. Wir müssen nicht wissen, wie wir unser Ziel erreichen. Es wäre vielleicht ganz gut zu wissen, was wir eigentlich wollen, aber dann reicht das schon, sich damit zu verbinden. Wenn wir ein Ziel haben, wenn wir klar wissen, wo wir hinwollen, so ich weiß, ich werde in der Schweiz in 5 Jahren ein Haus kaufen. Ich weiß das. Und das ist erstmal nur ein statisches Ziel. Meine Aufgabe ist es, das jetzt mit Leben zu füllen, diese Vorstellung in mir zu erschaffen, dieses Leben in das Ziel hineinzubringen. Ich muss nicht wissen, wie ich das erreiche. Ich weiß, dass ich es erreiche, aber ich muss nicht wissen, wie. Wichtig ist, diese Verbindung mit dem Ziel, mit dem, wo wir hinwollen, zu haben. Und für mich ist das Haus, das klingt jetzt erstmal, ja, okay, halt ein Haus. Für mich ist es viel mehr. Für mich ist es ein Leben, was ich da sehe. Für mich und meine Familie. Ich sehe dort einen Lebensraum für meine Kinder, die dort aufwachsen können, in einem sicheren Umfeld.
Ich sehe dort Spaß mit den Menschen. Ich sehe dort tolle Wanderungen, die wir machen. Ja, ich sehe dort so viele coole Sachen, die entstehen. Events, Bootcamp-Events mit Unternehmern, die ein eigenes Geschäft starten wollen. Ich sehe so viel, was da passiert. Und das ist das, was für mich in diesem Ziel alles drinsteckt. Wenn man jetzt natürlich nur das Ziel hört, ja, ein Haus kaufen, ja, okay. Ja, ist halt ein Haus. Aber steht ja. Wenn wir ein Ziel haben, eine Vision, die wir jetzt in der Gegenwart mit Leben füllen, dann werden wir zu dieser Person, die das erreicht. Und das passiert nicht von heute auf morgen, sondern das ist genau, das sind die Gespräche, das ist die Beratung, das ist dieses Commitment für die eigene Entwicklung. Und das Commitment für das eigene persönliche Wachstum. Und das ist nichts, was in der Zukunft liegt, sondern das ist nur jetzt. Das ist immer und immer wieder. Und es geht immer weiter und immer weiter. Und das ist der Weg. Und da denke ich jetzt auch wieder an Denise und ihre Menschen, die sie auf der Wanderung begleitet, beim Pilgern. Jeder Pilgerer weiß, es geht nicht um das Ziel. Es geht darum, einen kraftvollen Pilgerweg zu gehen. Und das ist auch das, was ich meine, wenn ich sage, verbinde dich von innen mit deiner Lebensmission. Cool. Mag noch jemand was teilen? Ja, Mikrofon ist gleich da, super. Ich fand es vorher so schön, als die Lia auf der Bühne war, weil das war wieder so der Beweis, dass die Kinder denken nicht nach, was denken die anderen von mir. Mhm. Und natürlich sind die durch euch auch sehr gestärkt und wir haben einfach nicht so diese Zweifel, die dann eben vielleicht später im Leben hochkommen mit Instagram Story und so. Und was mir da auch immer sehr geholfen hat in meiner Entwicklung, immer wieder in diese Momente in der Meditation reinzugehen, wo ich sehr verletzt war, wo ich enttäuscht wurde durch Menschen im Außen, wo ich mich einfach sehr traurig und nicht gut genug gefühlt habe. Und jetzt so als erwachsener Mensch zu meinem früheren Ich hinzugehen und da einfach so bestärkende Worte zu sagen. Und ja, heute kam eben auch Stefan das Thema bei mir, so diese Verletzlichkeit auch, die ich nochmal ablegen darf und das Fein. Aber das hat mir halt auf meinem Weg schon sehr, sehr, sehr stark geholfen, mich immer wieder so mit meinem früheren Ich zu verbinden, die sehr verletzt waren. Und einfach dieses Kind, wie es mir vorher so schön präsentiert hat, es wieder rauszuholen. Ja, so schön. Danke fürs Teilen. Ja. Wir machen noch eine kleine Fragerunde, jetzt ganz speziell zu dem Thema Selbstständigkeit. Und ich werde dann im Anschluss noch zum Abschluss über das Haus in der Schweiz reden. Also nicht das, was ich in 5 Jahren kaufen werde, sondern das, wo ab diesem Jahr unsere Bootcamps stattfinden werden. Jetzt machen wir die Fragerunde, wenn es dazu Fragen gibt. Ja, also ganz speziell, wenn du vielleicht gerade an einem Punkt stehst, du bist vielleicht angestellt und spielst mit dem Gedanken, dich selbstständig zu machen. Oder du bist schon selbstständig und hast hier einfach eine konkrete berufliche Frage dazu. Ich öffne einfach den Raum, Mikrofone einfach gerne vergeben. Ja, da vorne. Hi, ich bin Melly. Hi, Melly. Also ich bin schon selbstständig in 2 verschiedenen Bereichen und bin aber vor allem im Bereich doTERRA gerade an einem Punkt. Mir fehlt es definitiv nicht an Ideen. Ich könnte täglich neue Sachen machen. Ich merke aber selber, dass ich mich noch ein bisschen blockiere in dem Moment, dass ich mich hinter meiner Perfektion, vermeintlichen Perfektion verstecke und sehr in dieser männlichen Energie auch bin. Hast du da einen Tipp oder irgendwie eine Möglichkeit, eher so ein bisschen wieder in das Weibliche zu kommen? Weil ich weiß, dass der, also wir hatten es ja vorhin schon vom Weg und man muss gar nicht wissen, wie. Ich weiß, dass ich auf dem richtigen Weg bin. Das kam vorhin auch in der Breathwork. Stopp, okay, das ist jetzt genau der Punkt. Weil jetzt fängst du an, dich selbst zu verarschen. Ja? Also mit dem, ich weiß, dass ich auf dem richtigen Weg bin und so. Weil Fakt ist, du
Und das finde ich toll, dass du es teilst. Du zweifelst daran, dass du auf dem richtigen Weg bist. Wahrscheinlich von den Gefühlen her wahrscheinlich. Das hast du gerade selber gesagt. Das habe ich jetzt nur aus dem entnommen, was du gesagt hast. Das heißt, ja, ich zweifle. Okay, ich zweifle, ja. Mein Gott. Ich zweifle, okay. Ja, tue ich, okay. Mache ich, ja. Du zweifelst. Okay. Ja. Wofür könnte das gut sein? Ja, natürlich dahinter zu schauen, woran es liegt, was mich da... Wofür könnte es gut sein, dass du zweifelst? Ich glaube, für mein persönliches Wachstum. Genau. Genau. Wenn du zero Zweifel hättest, glaubst du, das wäre ein gesunder Lebensstil? Das wäre vor allem anstrengend für mein Umfeld, glaube ich. So, weißt du, ich stehe morgens auf. Was soll ich heute anziehen? Ach, anziehen, geh einfach nackt auf die Straße. Okay. Sag ich ja anständig und so. Zweifel haben schon ihre Daseinsberechtigung. Weil es gibt auch wirklich blöde Ideen. Ich spreche da aus Erfahrung. Okay, ist kein Problem. Ist kein Problem. Dann geht es wahrscheinlich eher darum, ist der Zweifel in mir oder ist der Zweifel tatsächlich am Weg, oder? Also ist es ein persönlicher Zweifel oder ein Business-Zweifel? Ja. Denke, du weißt, wie ich das unterscheide. Du hast mich nicht verstanden. Entschuldigung. Du hast mich nicht verstanden. Nee, aber da hast du recht, da stimmt eigentlich nicht, wie ich das eine und das andere. Ich bin Du hast mich nicht verstanden. Nicht. Du hast mich nicht verstanden. Du hast mich immer noch nicht verstanden. Okay? Du zweifelst. Mhm. Punkt. Fertig. Das ist alles. Das ist alles. Und du musst nichts ändern. Du zweifelst einfach. Und du wirst auch in 10 Jahren noch zweifeln und auch in 50. Du zweifelst. Who cares? Genau. Was hat Jesus noch gesagt? Wer ohne Sünde ist, werfe den ersten Stein. Wer ohne Zweifel ist, hebe die erste Hand. Hier wird keine Hand hochgehen. Okay? Cool. Noch eine Frage. Ich sehe ein fragendes Gesicht. Magst du was teilen? Ja? Nee. Ja? Okay, kein Problem. Alles gut. Ich habe gerade über die Worte nachgedacht, deswegen auch wahrscheinlich. Ja? Okay. Was war der Gedanke? Magst du uns mitnehmen? Magst du ihn teilen? Schön, dass... Ja. Nee, ist gut. Ist gut. Okay. Aber vielleicht ist auch die Frage, wie kann ich meine Energie auch bei mir behalten, den Raum? Weil ich gebe immer sehr viel in meinem Umfeld. Das heißt, ich bin jetzt, wie gesagt, noch nicht richtig im Business. Mhm. Aber ich kann sehr, sehr viel geben. Und ich brauche auch gar nicht viel zu nehmen. Mhm. Aber ich verliere oft meine Energie. Mhm. Für mich. Mhm. Mhm. Cool. Danke fürs Teilen. Danke fürs Teilen. Finde ich jetzt richtig gut. Gibt es noch jemanden, der am Anfang der Selbstständigkeit steht? Ja. Ich habe das Gefühl, du brauchst einfach ein bisschen Zuspruch, dass du da auf einem guten Weg bist. Kann das sein? Dass du es eigentlich schon weißt,
Du bist halt noch ein bisschen unsicher, weil das halt alles neu ist und so. Ja, auch. Also man steckt halt noch voll in seinem alten Business, also in der normalen Arbeit, sage ich jetzt mal. Ja. Und Ziel ist einfach nicht mehr daran zu stecken. Ja. Zu kündigen, das ist auch so was ganz Präsentes. Ah ja, okay. Ja, das macht Sinn. Und dann halt wirklich zu sagen, also eigentlich weiß ich, das will ich. Ja. Okay. Ja, Mut zu haben. Aber ich habe hier ja, das ist sehr gut, das ist sehr gut. Und was wäre, wenn du jetzt es auch noch schaffen würdest, weil in diesem, ich will kündigen, da steckt viel Energie drin. So in der Form, wie du das sagst, sehr viel Energie. Das ist Power. Ja, Kündigung. Das ist wie so ein festes Ziel. Wie wäre es, wenn du einen Teil dieser Energie in dein Ziel stecken würdest? Weil dein Ziel ist nicht die Kündigung. Du hast einen anderen Plan. Die Kündigung ist nur, ja, halt so eine Formalität. Aber eigentlich hast du einen Traum. Und wie wäre es, wenn du ein bisschen von dieser kraftvollen Kündigungsenergie, die definitiv vorhanden ist, definitiv, in das Ziel steckst, in den Traum? Könnte dir das helfen? Dass du einfach dieses Ziel so von innen lebendig werden lässt. Je mehr du da Energie reingibst, desto lebendiger wird das. Je mehr du dir Gedanken darüber machst, wie wäre das oder wie wird das sein, nicht wie wäre das, wie wird das sein, wenn ich dann selbstständig, freiberuflich meine ersten 3 Kunden habe, die, mit denen ich, was auch immer du machen möchtest. Wie wird das sein? Wie wird das mein Leben einnehmen? Es ist eine bewusste Entscheidung. Wir nehmen hier die Energie, da ist viel vorhanden. Und die Kündigung ist nur noch eine Formalität, ja, gehört halt dazu, wird halt abgehakt. Und die Energie, die nehmen wir in das Ziel. Ja, gut. Gerne.